Die Situation von Frauen hier fängt es an mit der Problematik von Diskriminierung. Es hat viel mit Machtbeziehung zu tun. Ja, weil wenn in einer Beziehung, als Migrantinnen zum Beispiel, wenn ein Problem kommt, dann fängt an dieses Machtspiel, diese Spielerei. Ja, du bist da, aber du hast kein Visum zum Beispiel, oder du bist von mir abhängig, dann musst du deinen Mund halten. Das sind solche Erniedrigungen. Ich habe einmal Platz in Frauenhäusern hier gesucht, in Freiburg und in der Umgebung, und es gab keine. Und diese Frauen mussten ihr Mann ertragen, weil, ja, wohin sollen die Frauen gehen? Es ist auch tatsächlich so, dass wir uns schon auch fragen, inwieweit es so ist, dass wir die Istanbul-Konvention erfüllen, weil für uns Frauenunterstützungen ist das noch nicht der Fall. Wir haben Frauenrechte, wir haben Behindertenrechte, wir haben eine Kinderrechtskonvention. Und es ist auch tatsächlich so, dass Frauen dann, obwohl sie die Hälfte der Menschheit stellen, eine vulnerable, sozusagen vulnerable Bevölkerungsgruppe darstellen. Und es lässt sich ja schon auch damit erklären, dass es in vielen Staaten noch nicht eine tatsächlich vollzogene Gleichberechtigung gibt. Und es auch viele Staaten gibt, wo das noch nicht einmal gesetzlich vorgesehen ist, dass Frauen gleiche Rechte haben. Und insofern braucht es diese Istanbul-Konvention auch als so eine Art Frauenrechtskonvention, damit diese Gleichstellung sich auch viel besser entwickeln kann. Und was alles Schlimmste, das ich gehört habe, war eine Frau, die 8-mal versucht hat, ihr Leben zu nehmen. Das heißt, sie wollte Suizid. Die war Opfer von Gewalt. Die war diskriminiert. Dann hat die Familie gesagt, dann du kriegst nicht deine Kinder und so weiter und so fort. Diese Frau war so ganz, ganz hilflos. Und ich habe versucht, mit ihr zu reden, so dass sie auch Therapie machen sollte, dass sie ihre Kinder nicht verliert. Ja, weil ohne das hätte sie ihre Kinder verlieren. Aber niemand redet, was hinter der Situation war, ne? Was so ein Monster war, der Mann war. Und das ist immer die Situation, die ganze Schuld kommt auf so Frauen. Meiner Meinung nach ist, wir müssen als Frauen die Problematik zusammen sehen. Nicht das, meine Situation ist wunderbar, weil das und die anderen sind die Probleme in dieser Gesellschaft. Weil Gewalt hat mit Machtbeziehung zu tun. Egal woher. Dieses Thema muss so in der Breite auch viel mehr behandelt werden. Ja, es braucht Prävention gegen Gewalt. Es braucht Empowerment, es braucht Selbstverteidigungskurse. Es braucht Fortbildungen für Personal in der Opferhilfe. Es muss eine einheitliche Finanzierung der Frauenhäuser geben zum Beispiel. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dafür ist die Istanbul-Konvention ein ganz wichtiges Instrument, dass man das wirklich so in die Fläche bringt und dass es ein strukturiertes Vorgehen gibt. Und da sehe ich das große Potenzial von der Istanbul-Konvention. We are